Nudging. Ein Schubs in die richtige Richtung. Was ist ein Nudge? Ein Nudge ist eine Methode in der Verhaltensökonomik, um das Verhalten eines Individuums auf vorhersehbare Weise zu beeinflussen. Die Grundidee eines Nudges ist es, die Individuen anzuschubsen, mit dem Ziel, ihnen das Treffen von guten Entscheidungen zu erleichtern, ohne dabei Verbote, Gebote oder wesentliche Änderungen der ökonomischen Anreize vorzunehmen. Anhand von drei Arten des Nudgings soll deren Funktionsweise kurz verdeutlicht werden. Erstens, Default-Regel. Solange keine aktive Entscheidung von einem Individuum gefordert ist, die oftmals auch zu zeitaufwendig ist, sind sogenannte Defaults oder auf Deutsch Voreinstellungen unausweichlich. Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag. Am Drucker könnte der beidseitige Druck als Standard eingestellt sein, um Papier zu sparen. Zweitens, Bequemlichkeit bzw. Einfachheit. Individuen entscheiden sich häufig für den einfachsten Weg. Um ein bestimmtes Verhalten zu fördern, sollte dies erleichtert werden. Ein Beispiel ist etwa die Erhöhung der Verfügbarkeit gesunder Lebensmittel in der Nähe der Kasse im Supermarkt. Drittens, Warnhinweise. Die Aufmerksamkeit von Menschen ist begrenzt. Daher können grafische Elemente sowie das Verändern von Größe und Farbe die Aufmerksamkeit erregen und erhöhen. Ein Beispiel sind die grafischen Warnhinweise auf Zigarettenpackungen. Das Ziel von Nudges ist es also, das individuelle Wohlergehen der Entscheidungsträger und ihrer Umwelt zu fördern. Wie ist es mit euch? Mit Sicherheit sind euch Nudges auch schon in eurem Alltag begegnet, oder?